Sie hat das erlebte Leid immer noch vor Augen. Kerstin Klaus hatte als 14-Jährige massive Probleme zu Hause, als sie ein evangelischer Jugendpfarrer in Niederbayern hilft und einen Platz im Kircheninternat organisiert. 2,5 Jahre lang wurde sie von ihm immer wieder sexuell missbraucht, auf Jugendfreizeiten oder nach dem Religionsunterricht. Ich war jedes Heimfahrtswochenende in den Ferien bei ihm. In der Schule war er Lehrer, Jugendkreis, und er hatte eine absolute Verfügungsgewalt über meinen Körper. Ich hatte kein eigenes Bett, und dann kann man sich den Rest vorstellen. In einem kirchlichen Verfahren 2003 gestand ihr Peiniger die Taten. Es gab jedoch keine nennenswerten Konsequenzen. Der Seelsorger wurde später gar zum Vizedekan befördert und leitet heute eine kirchliche Bildungseinrichtung. Nach den Studien der katholischen Kirche wächst nun auch der Druck auf die Protestanten, das Thema umfassend aufzuarbeiten. Menschen, die Kinder missbrauchen und sie damit für ihr Leben schädigen, haben in keinem Amt der Kirche mehr etwas zu suchen. Auf ihrer Tagung in Würzburg hat die EKD ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen. Mehrere Studien und eine unabhängige Anlaufstelle sollen Licht ins Dunkel bringen. Gerade weil in unseren evangelischen Kirchen so viele Berufsgruppen und auch Ehrenamtliche gegenüber Kindern und Jugendlichen Verantwortung tragen, müssen wir sie alle in den Blick nehmen. Kerstin Klaus engagiert sich bei der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, damit Fälle wie der ihre nicht mehr vorkommen.